So, hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr reinschaut zum heutigen Video zu Alien Artifacts von Portal Games. To survive, we must expand. Das Versprechen, das dieses Spiel ursprünglich mal abgegeben hat, ist einfach, dass es ein 4X-Spiel in Kartenspielform ist, das relativ flott funktioniert. Spielerzahl ist 2 bis 5 Stunden Spielzeit. Mit mehr Spielern dauert es länger, mit weniger Spielern kürzer. Und das ist das Spiel einmal aufgebaut. Und ich würde sagen, wir gucken uns jetzt mal gemeinsam an, wie das Ganze funktioniert. Und in meinem Fazitvideo sage ich euch dann, was ich von dem Spiel bisher so halte. So, das hier ist meine Fraktion. Sieht so ein bisschen aus wie so eine afrikanische Stammesführerin. Gibt noch andere Fraktionen, die sich hier erstmal jetzt nur optisch unterscheiden. Die Aktionen, die die haben, sind auch immer die gleiche. Die haben dann so unterschiedliche Startkarten. Das ist jetzt die, die ich habe. Beim Setup habe ich halt ein Raumschiff under Construction. Ich habe einen Planeten under Construction. Und ich habe eine Operational Technologie hier schon liegen in meinem Empire. Alles, was hier liegt, ist in meinem Bau. Alles, was hier liegt, habe ich zur Verfügung, kann ich benutzen. Muss ich kein Geld mehr reinstecken, bekomme ich Punkte, kann ich angreifen, für kriege ich Ressourcen und so weiter. Und die anderen Fraktionen haben halt unterschiedliche Startaufbauten, wobei die auch teilweise einfach mal ungefähr genau das gleiche haben. Die beiden hier sind einfach genau gleich, die League und die Star Union. Und dann haben die eben noch andere Spezialfähigkeiten. Die können alle, ne? Das Spiel heißt ja Alien Artifacts, das sind so Spezialkarten, die es hier so gibt. Das sind halt mächtige Karten, die haben irgendwelche tollen Sonderaktionen ermöglichen oder beim Spielende nochmal drei Extrazüge oder. Da haben die halt alle hier oben einen unterschiedlichen Skill, wie die das einfach so kaufen können und nicht über den Kampf, wie man es normalerweise bekommt, nur erhalten können. Und dann gibt es halt nochmal ein Endscoring, das heißt, so viel kriege ich Punkte. Das heißt, die hier würden halt für alle Logistics, die sie hier haben, einen Punkt bekommen und jede für jede Expansion-Karte, das sind so bestimmte Symbole, steht auch immer hier unten drauf der Text, nochmal extra Punkte bekommen. Das heißt, das gibt schon sehr stark die Strategie vor. Ne? Die ich jetzt hier spiele, die Episcopacy, die können halt von jeder Ressource irgendwie einen ausgeben und 4 Money, um ein Alien-Artefakt zu bekommen. Das ist, klingt erstmal relativ machbar. Endscoring, da würden die jetzt halt für jeden Logistics-Planeten, also jeden Planeten, den ich quasi, man kann die immer auf zwei Seiten spielen, entweder auf der einen oder auf der anderen Seite. Das hier wäre die Operational Side, das hier wäre die Logistics Side, das heißt, ich versuche möglichst viele Planeten zu bauen, die dann auf dieser Seite liegen, weil da kriege ich halt einen Punkt für. Und für jeden, der Exploration zeigt, Exploration ist einfach das Symbol hier oben drauf, ne? 4X hat ja irgendwie Expand, Exploit, Explore und Exterminate, das sind einfach die vier verschiedenen Symbole, die es hier gibt. Und dafür würde ich auch noch mal extra Punkte bekommen. Und ja, man kann das Spiel von 2 bis 5 Spielern spielen. Ich zeige euch das einfach mal so, einfach was es alles gibt. Ich glaube, das Spielgefühl ist eh sehr leicht vermittelbar und vor allen Dingen, man spielt meistens solo vor sich her. Man kann sich auch angreifen gegenseitig mit seinen Raumschiffen. Wir haben auch neulich ein Spiel gemacht, wo wir nur das gemacht haben. Das war auf jeden Fall interessant. Aber meistens macht man das eher nicht oder sehr selten. Meistens läuft das Spiel auch sehr kurz. Man macht seine Aktion, sagt, okay, du bist dran. Der andere macht, man zieht gerade noch Karten nach und ist der andere schon mit seiner Aktion fertig. Und dann ist man selbst wieder dran. Also der Flow, gerade wenn alle das Spiel schon kennen, ist sehr, sehr schnell. So, ich habe hier so Ressourcenkarten auf der Hand. Die zeigen immer zwischen 3 und 1 Ressource. Ich kann mir mal aussuchen, wie ich die gerne spielen möchte. Und ich könnte zum Beispiel, wenn ich dran bin, hier ist so eine Aktionsübersicht, könnte ich halt Discover a Planet machen. Das heißt, ich könnte sagen, ich möchte einen Planeten erkunden. Dafür brauche ich am Anfang immer 5 Ressourcen. Das heißt, ich habe hier, das sieht aus wie so kleine Todessterne fast, von meinen 3 Handkarten habe ich ja die auf der Hand. Das sind ja in der Summe 5. Das heißt, die könnte ich jetzt hier drunter legen. Man kann auch immer ein bisschen langfristiger dann bauen. Hätte ich jetzt nur eine Karte, könnte ich eine Karte drunter legen. So kann ich jetzt die 5 quasi da drunter legen, beziehungsweise ich zeige einfach hier, ich habe 5, werf die ab. Damit ist dieser Planet jetzt erkundet. Jetzt kann ich mich entscheiden, auf welche Seite ich ihn drehen möchte, wenn ich ihn hier rüberlege. Entweder auf die Seite hier, dann produziert er sofort 3 Ressourcen, sprich, da kommen Karten drunter, ne, genau wie diese Handkarten, die ich dann später einfach benutzen kann, um an irgendwas anderem rumzubauen, wenn die dem Symbol entsprechen. Oder ich kann ihn auf diese Seite hier legen, dann habe ich einfach die Kosten reduziert, um Raumschiffe zu bauen, um 2. Dann habe ich davon schon 2 Planeten, kostet es mich schon 4 Ressourcen weniger, um Raumschiffe zu bauen. Da muss man sich immer so ein bisschen entscheiden. Ich würde jetzt mal sagen, ich kriege die ja für die Logistics-Planeten, das heißt auch wieder für die hier. Also könnte ich den jetzt zum Beispiel so rum hier hinlegen. Damit wäre mein Zug auch schon vorbei. Ich kann jetzt überlegen, ob ich diese Karte hier behalten möchte, weil die zeigt halt, ne, 3 Raumschiffe, können ja gar nicht schlecht sein. Ansonsten könnte ich die jetzt abwerfen und einfach am Ende meines Zuges ziehe ich wieder auf 3 Handkarten nach. Das heißt, ich sage jetzt, okay, ich behalte die mal, also ziehe ich einfach
die Karten hier nach. Die Zahlen in der Mitte haben erstmal nichts zu bedeuten. Die sind nur wichtig, wenn ich einen Raumkampf mache. Das gucken wir uns gleich auch noch an. Und ja, jetzt seht ihr, ich habe zum Beispiel, jetzt insgesamt bin ich jetzt wieder dran, weil mein Mitspieler hat jetzt irgendeinen Zug gemacht, ich wäre wieder dran. Jetzt könnte ich halt sagen, okay, ich möchte gerne die 5 hier ausgeben, werf die ab, um dieses Raumschiff fertig zu bauen. Hat auch wieder eine Logistics-Seite und eine Operational-Seite. Das hier ist einfach so, ja, also es sind eigentlich immer so Effekte, die mir irgendwas bringen. Ne? Ongoing increase your assembly limit for the discover planet action by one. Das ist wichtig, Assembly Limit, das ist auch in der Regel gut erklärt, weil es wird immer wieder erklärt. Man darf immer nur maximal 2 Karten irgendwo zuspielen. Niemals, auch wenn es zu den Ressourcen her passen würde, 3. Das Limit sind immer 3 Karten. Und wenn ich das jetzt hier hinlegen würde, dann könnte ich halt, wenn ich so einen Planeten erkunden will, hier, könnte ich da halt auch eine Karte mehr hinspielen, sprich nicht 2 Karten, sondern 3 Karten. Das wird auch vor allen Dingen immer wichtiger, weil, wenn ich jetzt wieder einen Planeten hier hinlege, und den dann fertig bauen will, den entdecken möchte, den hier rüberschieben möchte, gucke ich, wie viele Planeten liegen hier auf der anderen Seite und dann muss ich so viel mehr zahlen. Sprich, der nächste Planet, den ich hätte, angenommen, ich würde jetzt den hier hingelegt haben, wie erkläre ich gleich, und ich will den fertig machen, muss ich nicht mehr 5 Ressourcen darunter packen, sondern schon 6. Habe ich den auch noch fertig gebaut und möchte dann den hier fertig bauen, kostet er mich schon 7 und so weiter. Ne? Ihr versteht das Prinzip. Deswegen sind solche Karten, die irgendwas reduzieren, auf jeden Fall immer ganz gut. Sprich, kein zu überlegen, möchte ich das gerne haben. Alternativ kann ich den auch auf die andere Seite legen, die Operational-Seite. Und dann kann ich ihn benutzen, oder das Schiff benutzen, um meine Mitspieler oder die Aliens anzugreifen. Das kann ich jetzt machen. Ich kann die so hier hinlegen und dann habe ich jetzt sofort einen Angriff frei. Und da gibt es jetzt hier so ein Alien-Systems, wird auch immer gewechselt, die Karte nach jedem Angriff. Das heißt, jetzt kann ich überlegen, ich gucke mir erstmal, was die Karte hier kann. Da steht es drauf, ongoing, when this ship gains victory points, you attack gain plus 1 victory point. Der Angriff würde jetzt einfach so aussehen, dass ich eine Karte hier vom Stapel ziehen würde, würde mir die Zahl angucken, die geht von 1 bis 4, wobei die 4 deutlich seltener sind. Ich habe eine 3. Dann gucke ich, ob ich irgendwelche Technologien habe, die können oftmals irgendwelche Dinge verändern, zum Beispiel auch Angriffe oder das Schiff selbst noch mehr Angriffspunkte gibt. Das ist nicht der Fall. Also habe ich jetzt quasi eine 3 gegen eine 3, sprich das Schiff ist beschädigt, also kommt es wieder hier rüber, ich muss es nochmal neu bauen, aber ich bekomme einen Siegpunkt und das Schiff hat ja die Fähigkeit, wenn du einen Punkt bekommst, bekommst du einen weiteren. Das heißt, ich habe dann hier diese Punkteleiste, da schiebe ich mich jetzt einfach auf 1 bzw. auf 2, weil ich ja durch die Schiffsfähigkeit einen extra Punkt bekomme. Dann werfe ich die Karte hier ab. Und die Karte kommt jetzt quasi hier unten drunter und es wird eine neue Karte aufgedeckt. Da kann es jetzt sogar passieren, dass das Schiff zerstört wird. Dann kommt es komplett raus und ich muss wieder neu bauen. Wenn ich es aber schaffe, mit einer 4 anzugreifen, dann komme ich sogar schon, bekomme ich einen Alien-Artefakt. Die gucken wir uns gleich auch noch an. Die sind schon ziemlich geil. Also die können geil sein. Nicht alle sind gut. Und das Gleiche könnte ich auch mit meinem Mitspieler machen. Ich würde dann einfach, ich gucke dann hier das Schiff, könnte ich sagen, hier, ich greife dich an. Und dann würde ich halt auch wieder da eine Karte ziehen. Der könnte sich nicht dagegen verteidigen. Da wird dann einfach dieser Basic Defense Plan funktionieren. Und das ist ganz schön hart, weil wenn ich nur auf eine 1 komme, kein Effekt. Bei einer 2 kommt ein Blockade-Token auf irgendeine Karte vom Defender. Sprich, wenn ich jetzt angegriffen werden würde und der Angriff geht durch, weil er irgendwie halt mindestens auf eine 2 kommt, kann der sagen, hier, ich lege einen so einen Marker hier drauf. Jetzt ist das Ding hier leer, hat keinen Effekt mehr. Wenn ich das irgendwie benutzen möchte, muss ich einen Credit dafür zahlen. Wie das funktioniert, gucken wir uns gleich an. Wenn er mindestens auf eine 3 kommt, was jetzt mit der 3, die ich hier hatte, der Fall gewesen wäre, dann hätte er sogar 2 Token auf irgendwelche Karten legen können. Und wenn er auf eine 4 gekommen wäre, auch 2 von diesen Blockade-Token. Und ich hätte noch einen Siegpunkt verloren. Das ist also doof. Deswegen gibt es hier auch noch so Defense-Plans. Und es gibt halt bestimmte Schiffe, Technologien, wenn man die fertig baut, darf man hier einen von ziehen und dann ändert sich das halt, sprich dann ist halt bei einer 1 hier zum Beispiel, wäre dann das Schiff vom Mitspieler beschädigt und er würde 3 Credits verlieren, ne? Hier bei einer 2 wird das Schiff beschädigt werden, er würde aber 6 Credits bekommen, hier würde, ja, das, ich finde die jetzt, also teilweise können die mal gut sein, ne? Hier zerstört, damaged, aber die sind schon, ja, muss man sich halt überlegen, aber man wird halt nicht blockiert. Das kann ganz schön nerven, wenn der Gegner nichts anderes macht, außer zu sagen, hier, ich habe ein Schiff, ich greife dich an, bam, baue dir so einen Blockade-Token hin, weil man kann zwar mit einer Aktion, wenn man die passenden Ressourcen hat, sprich, das hier ist ja blau, das ist rot, also wenn das jetzt meine Kartenhand wäre, könnte ich einfach sagen, immer das Assembly-Limit beachten, dass ich diese Karte hier spiele, da sind 2 Planetenressourcen drauf, dass ich hier den Marker runternehme und dann könnte ich irgendwie
Ja, blau habe ich gerade nicht. Gold ist immer so ein Joker. Das geht, das ist, glaube ich, eine Basisfähigkeit. Da funktioniert das. Kann ich das spielen und sagen, okay, ich nehme den hier runter. Und ich könnte das halt jetzt maximal jeweils zweimal machen. Also das ist schon durchaus nervig. Mitspieler angreifen kann man machen, gibt aber effizientere Methoden, um Punkte zu bekommen. Wobei es kann sein, dass ihr Technologien habt. Technologien sind so, ja, quasi Ongoing-Effekte oder auch manchmal Additional, also dass man irgendwie zusätzlich was machen kann oder eine Aktion ausgeben, also aktivieren kann, die man sonst normal nicht hätte. Da kann es halt sein, irgendwie immer, wenn du einen Angriff startest, dann bekommst du dafür einen Siegpunkt. Dann lohnt sich das auf jeden Fall schon. Und ja, so funktioniert im Prinzip das Angreifen. Das Bauen funktioniert bei allen drei gleich. Also wenn ich jetzt irgendwie die hier liegen hätte, und man kann hier auch beliebig viele liegen haben. Also man kann hier auch irgendwie drei Technologien im Bau liegen haben. Das ist überhaupt gar kein Problem. Da gibt es gar kein Limit. Man hat auch überhaupt keinen Nachteil danach. Und wenn ich jetzt irgendwas davon bauen würde, müsste ich einfach zusehen, dass ich auf 6 Ressourcen komme. Angenommen, das wäre jetzt meine Runde und ich möchte gerne meinen Planeten weiterbauen, könnte ich jetzt auch sagen, okay, ich schiebe die hier mal drunter. Habe jetzt hier immerhin schon mal 4 gebaut. Das Assembly-Limit ist ja mal 2, sprich maximal 2 Karten. Dann würde ich ja wieder nachziehen. Wenn ich das nächste Mal dran wäre, könnte ich jetzt sagen, okay, jetzt schiebe ich noch die Karte hier drunter. Jetzt bin ich bei 6. Ich brauche ja 5 plus 1, 6. Könnte den hier fertig machen und dann zum Beispiel auf die Rückseite legen. Wenn ich das jetzt machen würde, nur um das auch mal zu erklären, würde der Planet jetzt Ressourcen produzieren. Das heißt, ich würde 3 Karten ziehen, würde gucken, Symbol, matcht das irgendwo. Hier matcht es nicht. Also kann ich mir jetzt, muss ich das mit der, es gibt immer 3 bis 1 Symbole, ich muss das niedrigere nehmen. Hier kann ich es mir aussuchen, also kann ich es hier auf Gold legen, weil Gold ist quasi ein Joker, kann ich für alles benutzen. Hier matcht das, das heißt, ich muss das zum einen auf jeden Fall auf die Seite da drunter legen und immer wenn das matcht, kriege ich einen Punkt. Deswegen finde ich die Planetenstrategie, die ist mega langweilig, aber super effizient. Und das hier war, glaube ich, die andere Karte. Die matcht jetzt auch wieder, gleiches Symbol. Also lege ich die auch so rum da drunter und dann kann ich hier wieder einen Punkt bekommen. Hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt. Und jetzt ist es so, jetzt habe ich hier diesen Planeten mit Ressourcen drunter. Angenommen, ich möchte jetzt irgendwie das Ding hier fertig bauen. Ich hätte irgendwie nur diese Karte passend auf der Hand. Dann könnte ich sagen, okay, ich schiebe dich da drunter, eine Karte. Und ich schiebe diese Joker-Karte hier drunter. Zweite Karte, Assembly Limit ist gewahrt und dann ist das Ding fertig. Ne, das wäre jetzt nicht fertig, weil ich müsste auf 6 kommen, aber ich könnte es halt irgendwie nächste Runde dann einfacher fertig bauen. Da sollte man mal gucken, dass es natürlich ein bisschen besser passt. Das wäre jetzt nicht so der optimale Zug, aber weil hier schon eine Karte liegt, kostet mich das einfach eine Ressource mehr. Aber so funktionieren Planeten und es kann dann eben auch sein, dass ich sage, okay, dieser Planet hier ist komplett leergeräumt. Es gibt zum Beispiel auch hier eine Technologie, da kann man immer, wenn man was gemacht hat, hier einfach eine Karte wegnehmen und darf man noch eine Aktion durchführen. Also diese Technologien sind super mächtig. Und ich kann halt zum Beispiel 5 von diesen Planetensymbolen ausgeben, sprich, ich könnte, würde jetzt schon mal nicht gehen, dann müsste ich auf bessere Karten hoffen, weil ich darf immer maximal nur 2 spielen. Das Assembly Limit ist immer 2, außer eine Karte sagt was anderes, aber angenommen, ich hätte hier 5 Planetensymbole auf diesen Karten, dann könnte ich die halt ausgeben, würde die ablegen und dann würde jetzt jeder Planet nochmal produzieren. Sprich, ich würde einfach unter jedem Planeten nochmal was drunter legen, würde wieder gucken, ob das Symbol matcht, womit ich auch Punkte generieren würde. Und wenn ich hier 5, 6 Planeten liegen habe, was natürlich teuer ist, mache ich das für jede Karte einmal. Und wenn ich nur bei der Hälfte Punkte bekomme, sind das schon richtig viele Punkte. Das würde ich jetzt auf die Seite legen, weil das die mit weniger Ressourcen ist. Und deswegen ist viele Planeten bauen auf jeden Fall nicht schlecht. Dieses Produzieren machen die aber nur, wenn die auf dieser Seite liegen. Und gerade wenn ihr eine Fraktion habt, die dafür Punkte bekommt, dass sie hier Operational Planets hat, das hat er hier zum Beispiel nicht, aber das ist jetzt zum Beispiel eine Exploration Card, das heißt, es wird auf jeden Fall ganz gut passen vom Symbol her, dann ist das natürlich was, was ihr auf jeden Fall macht, weil dann kriegt ihr dafür doppelt und dreifach Punkte. Aber was ihr euch bestimmt gefragt habt, wie bekomme ich hier überhaupt neue Karten her? Und dafür ist die Bank wichtig, die Credits, die man hat. Ich kann 5 ausgeben, das heißt, 8 hat man am Anfang, ich gehe auf 3 runter. Und dann kann ich mir hier irgendeine von diesen Karten aussuchen, sage jetzt, okay, ich nehme die und lege die hier hin. Ich darf mir vorher die Rückseite, soweit ich weiß, nicht angucken, aber dann kann ich das natürlich schon machen. Lege die hier hin und kann die dann fertig bauen. Es ist auch eigentlich egal, wie rum ich die hier hinlege. Sobald ich die dann fertig gebaut habe, wandert die hier rüber. Und dann entscheide ich mich auch wieder, möchte ich die Seite mit dem Effekt oder die Seite mit dem Siegpunkt. Wenn ich hier zum Beispiel 3 Operational habe, sprich wenn ich 3 auf der Seite liegen habe, würde ich dafür einen Punkt jetzt sofort bekommen. Und mit der Aktion, es gibt noch eine extra Aktion, wo man das aktivieren kann, die hier, Gain Revenue, dann würde ich halt die Punkte bekommen. Und 2 einfach am Siegende. Und wenn ich 3 Operational
Planeten habe, die 4 oder mehr Punkte generieren, dann bekomme ich dafür 2 Punkte. Und wenn ich 3 Operational Planets habe, die 8 oder mehr generieren, bekomme ich dafür sogar 3 Punkte jedes Mal. Und das kann ich halt auch einfach da so hinbauen der Reihe nach. Wenn ich das immer so mache, habe ich natürlich viel, was irgendwie sich triggert und Punkte bringt. Aber ich habe natürlich keinen Zugriff auf diese Spezialtechnologien. Sprich, da muss ich mir überlegen, möchte ich Technologien haben, möchte ich viel haben, was irgendwie Punkte bringt. Das muss man sich dann schon echt gut überlegen. Und ich könnte auch, angenommen, ich hätte jetzt irgendwie 8 Geld, und ich würde sagen, okay, ich hätte gerne eine Technologie, die hier gefällt mir irgendwie noch nicht ganz so gut. Ich könnte auch zum Beispiel auf 0 runtergehen. Dann hätte ich ja 5 ausgegeben und dann nochmal 1, 2, 3 extra. Das heißt, ich würde die eine Karte normalerweise ziehen und dann 2, 3, 4 extra Karten. Würde mir von diesen Karten jetzt eine aussuchen, dürfte mir halt auch die Seiten angucken, was davon irgendwie triggert. Hier kriege ich zum Beispiel für Raumschiffe, die ich habe, wenn ich da eh drauf gehe, ist es natürlich ganz nice. Also wenn ich da auch viele von habe, kriege ich richtig viele Punkte dafür. Oder hier gibt es auch Punkte für Schiffe, und zwar sind das hier schon weniger Schiffe, wo ich ungefähr die gleichen Punkte für bekomme, aber es müssen Logistikschiffe sein, sprich, die müssen auf der anderen Seite liegen. Oder hier auch, das müssen halt Logistikschiffe einer anderen Art sein. Deswegen brauche ich hier zwar nur 4 statt hier 8, aber sie müssen halt alle unterschiedlich sein. Es gibt auch oftmals das gleiche Schiff. Ne? Oder. Die sind halt alle unterschiedlich, also wiederholen sich schon, aber es gibt halt eine große Vielfalt an diesen Punktemaschinen. Und genau, davon würde ich mir jetzt halt eine aussuchen, die irgendwie am besten passt, würde die jetzt halt auch hier hinlegen, dass du den baust, und die anderen würde ich dann irgendwie erstmal wieder unten drunter legen, und dafür brauche ich Geld. Jetzt ist natürlich die Frage, wie bekomme ich Geld? Wenn ich dran bin, kann ich sagen, okay, ich lege zum Beispiel die beiden hier ab, nehme halt das blaue Symbol, das sind 5, und dann bekomme ich 5 Geld dazu, habe wieder 5. Ne, dann ziehe ich wieder nach. Und wenn ich jetzt das nächste Mal dran bin, kann ich sagen, okay, ich brauche irgendwie noch mehr Geld, weil ich will coolen Stuff kaufen. Ich werfe die beiden hier ab, das sind insgesamt 3 und 2, also 5. Da ist auch egal, was es ist, es muss nur das gleiche Symbol sein. Ich könnte halt nicht sagen, irgendwie, dass ich, das passt jetzt gerade zufällig, aber die beiden hier abwerfe, wenn hier jetzt irgendwie ein anderes Symbol drauf wäre. So, das muss schon immer wirklich passen. Also die hier zum Beispiel, wenn ich halt 2 mit 3 abwerfe, würde ich auch 6 Geld dazu bekommen. Also würde ich jetzt wieder 5 Geld dazu bekommen. Und da gibt es auch wieder Technologien, die dafür sorgen, dass man mehr Geld macht. Die geben zum Beispiel pro Karte, die ich abwerfe, plus 1 Geld. Also würde ich halt jedes Mal 2 Geld mehr machen. Also mindestens irgendwie 4 Geld. Also schon ziemlich cool. Und genau, auch dann würde ich wieder am Ende nachziehen. Und das ist im Prinzip so ein Großteil der Aktion. Ich gucke mal rasch nach, ob ich irgendwas vergessen habe. Wir haben Buy a Card, sprich ich kaufe von hier eine für 5 Geld oder zahl mehr, um mehr Karten nehmen zu können. Ich kann ein Schiff bauen, da gucke ich, wie viel liegen hier. Das plus 5 muss ich hier an Ressourcen drunter liegen haben. Das kann ich halt auch über mehrere Runden machen. Sprich, wenn ich jetzt irgendwie nur das auf der Hand hätte, könnte ich halt auch sagen, in der Runde, ne, Kartenlimit immer 2, die lege ich drunter und kann das halt Runde für Runde weiterbauen. Technologie funktioniert genauso bauen, Planeten entdecken funktioniert genauso, einfach nur darüber schieben, Trade Resource, ne, Karten abwerfen, dafür Ressourcen bekommen, funktioniert genauso. Blockade-Token, die nehme ich halt auch einfach darunter, indem ich die entsprechenden Karten abspiele und dann diese Blockade-Token, wenn ich die irgendwo drauf liegen habe, irgendwie darunter nehme. Ne, Prepare Resources war einfach das, was ich gesagt habe, wenn ich es nicht gleich fertig bauen kann, schiebe ich es erstmal drunter, das ist halt auch eine eigenständige Aktion. Die kann ich auch alle immer mit dieser goldenen Ressource bezahlen. Es gibt aber noch die Operational-Aktionen, das sind die hier. Die kann ich nur mit den passenden Ressourcen bezahlen. Sprich, hier brauche ich immer die rote Ressource für, sprich Karten, die halt rot drauf haben, immer im Wert von 5. Hier brauche ich blau für, hier brauche ich grün für. Da kann ich keine goldenen für benutzen. Und das heißt einfach, starte eine Offensive. Das heißt, ich gucke, ne, wenn ich hier irgendwie mehrere Schiffe liegen habe, kann ich ja sagen, okay, ich möchte irgendwie gerne die Aliens angreifen. Und zwar mache ich das mit allen Schiffen. Und dann ziehe ich für jedes Schiff einzeln so eine Karte, habe eine 3, bekomme ich einen Siegpunkt für. Bekomme noch einen weiteren Siegpunkt, voll gut. Dann mit dem nächsten Schiff ziehe ich eine Karte, habe ich auch eine 3, bekomme ich einen Siegpunkt für und mehr passiert bei der Karte nicht. Oh, das ist gut gemischt, 3, also ich jetzt also 3, 4 Punkte bekomme für diesen Angriff und mir wäre nichts passiert. Wenn jetzt irgendwo eine 1 gekommen wäre, zum Beispiel beim ersten Schiff gleich, wäre das Schiff zerstört worden, das heißt, es wäre komplett weggekommen, aber ich würde 2 Siegpunkte bekommen, bei diesem Plan halt. Sprich, den hätte man jetzt auch wieder hier drunter legen können und würde halt 9 ziehen. Insgesamt gibt es halt 2, 4, 5 verschiedene. Da ist halt auch mal ein bisschen Abwechslung dabei, was passiert. Und wenn ich halt mal so einen 4er-Angriff hinbekomme, dann kann ich hier so ein Alien-Artefakt bekommen. Sprich, hier kann ich 2 Sachen kaufen, ohne dafür was auszugeben. Hier kann ich 4 von diesen Karten hier ziehen und kann sie sofort benutzen, muss auch keine Assembly-Limits beachten. Das heißt, ich kann irgendwie hier ganz viel bauen, was unter Construction ist. Beim letzten Mal hatte ich irgendwie die Karte, dass ich am Ende des Spiels 3 zusätzliche Züge habe, was halt total cool ist. Und Kartenstapel ist übrigens zu Ende. Je nachdem, wie viele Spieler wir spielen, zu zweit spielen wir diesen
Stapel hier zweimal durch, danach ist das Spiel zu Ende. Spielen wir zu viert, spielen wir den Stapel viermal durch. Weil ihr seht schon, der Durchfluss an Karten ist sehr hoch. Also ne, ich werfe meistens alle meine Handkarten weg, ziehe sofort drei neue nach. Wenn ich angreife, ziehe ich für jedes Schiff eine Karte und dann sind wir hier wirklich flott durch. Und genau, dann gibt es hier noch Gain Revenue. Das ist einfach, da gebe ich 5 von diesen blauen aus, wenn ich sie habe. Und jetzt wird es halt zum Beispiel nicht gehen, weil ich habe ja nur 3 und ich muss irgendwie das auf 2 Karten haben, weil ich darf normalerweise nur 2 Karten spielen. Und dann würde ich halt gucken, alles, was ich auf der Seite hier liegen habe, wofür bekomme ich da Punkte? Und bekomme dann dafür einfach die Punkte. Sprich, diese Technologien sind einfach so Punktemaschinen im laufenden Spiel, bringen aber sonst keinen Vorteil, bringe ich also nicht so wirklich voran. Oder halt Mine the Planets, habe ich glaube ich vorhin schon erklärt, da könnte ich einfach 5 von diesen Planetendingern ausgeben, also sprich, die hier würde ich jetzt ausgeben und dann würde ich wieder unter jedem Planeten, den ich hier liegen habe, der irgendwie dieses Symbol hat, könnte ich dann gucken, ich ziehe für den hier, der hat das passende Symbol nicht, also würde ich den einfach so drunter legen, dann kann ich bei dem hier gucken, der hat das passende Symbol, würde ich also so rum drunter legen und würde dafür einen Punkt bekommen und bei dem Planeten hier würde ich das ziehen, hat das passende Symbol, würde ich drunter legen und auch wieder einen Siegpunkt dafür bekommen. Genau, dann, was ich ja vorhin schon erzählt habe, ne, hier zum Beispiel spend 10 Blue einfach, um so ein Alien-Artefakt zu bekommen. Das geht natürlich selten, weil ich habe ja immer 3 Handkarten. Sprich, im günstigsten Fall habe ich hier 3 Dreier drauf. Ich kann aber dabei das Assembly-Limit von 2 ignorieren. Das heißt, dafür ist auch so eine Planetenstrategie echt gut. Also jetzt gerade halt nicht, weil ich habe nicht die entsprechenden Farben da drauf. Aber hätte ich halt hinter jedem hier noch so einen blauen, könnte ich die auch abwerfen und dürfte mir dann halt jetzt hier so eine Alien-Technologie ziehen, die ich irgendwo hier hingelegt habe, hier, und würde die dann bekommen, das wäre die, oder hier die unterste, ne, gain 15 Credits. Das ist natürlich cool, wenn ich hier gerade irgendwie auf 0 runter bin, weil ich viel gekauft habe, kann ich die Karte spielen, zack, bin ich wieder voll und kann das halt für diverse Aktionen benutzen. Und angenommen, das wäre jetzt gerade so tatsächlich eine Spielsituation, dann könnte ich jetzt sagen, okay, ne, ich habe hier 2, 7, ich habe hier 5 drunter liegen. Ich könnte zum Beispiel sagen, ich schiebe hier einen drunter, ich kann immer in eine Reihe Ressourcenkarten spielen und hier so ein Dreier drunter, damit ist der jetzt fertig gebaut und dann könnte ich mir halt überlegen, okay, wie rum setze ich den, when you attack, choose one, okay, mache ich das so rum, weil jetzt kann ich immer, wenn ich angreife, für ein Schiff, mit dem ich angreife, sagen, okay, ich ziehe 2 Karten dafür. Das wäre auch schon mein ganzer Zug. Ich könnte sagen, okay, das ist vielleicht ganz gut, die hier kommen weg, ich ziehe einfach 3 Karten nach, Mitspieler dran. So, der macht auch seinen Zug relativ schnell, jetzt sehe ich wieder dran und kann sagen, okay, ich möchte vielleicht noch mehr Planeten haben. Die sind zwar super teuer, die zu produzieren, aber ich hätte gern vielleicht diesen Planeten hier, gebe dafür jetzt 5 Geld aus, das wäre mein ganzer Zug. Jetzt kann ich gucken, ich habe viel zum Planeten bauen, behalte ich mal, ich werfe nichts ab. Mitspieler dran, ich bin wieder dran, kann ich sagen, okay, ich bin dran, schiebe ich mal den hier drunter. Und das war's, dann bin ich bei 6. Ich brauche jetzt ja mindestens 8. Ich könnte jetzt von hier noch irgendwie Karten drunter spielen, habe ich aber nicht. Und ja, hier darf ich nicht, weil ich darf immer nur in eine Reihe spielen. Ziehe ich einen nach, Mitspieler ist dran. So, dann bin ich wieder dran, sage ich, okay, hier, ich schiebe da einen drunter, baue das damit fertig, weil ich bin damit bei den benötigten 8 und möchte vielleicht irgendwie jetzt mal anfangen, Punkte zu generieren. Lege das auf die Seite, da sehe ich jetzt, okay, ich brauche 3 Schiffe, also wäre es vielleicht meine Zeit, meine Schiffe fertig zu bauen. Und da habe ich Karten für, die sind nicht so gut, schmeiße ich die ab, ziehe hier wieder 2 Karten. Hat die Lage nicht viel verbessert. Mitspieler ist dran. Dann bin ich wieder dran. Könnte jetzt sagen, okay, ich kann nicht mal diesen Angriff jetzt starten. Ich habe hier auch kein Dreier liegen. Also sage ich einfach mal, okay, ne, hier liegen 2 Schiffe, ich muss da also auf 6 kommen. Ich schiebe mal die beiden hier drunter. Damit ist das Schiff fertig. Und dann könnte ich zum Beispiel sagen, okay, ich möchte es gerne auf die Seite hier drehen. Und mache damit jetzt sofort nur mit dem Schiff einmalig, wenn ich es fertig gebaut habe, einen Angriff. Und zwar auf die Aliens. Also ne, hätten wir hier diesen Plan, den man auch vorher schon sieht. Und würde ich halt mit dem Schiff hier eine Karte ziehen, hätte eine 2. Das Schiff hat als Spezialfähigkeit, kriege ich also plus 1. Also habe ich einen Angriff von 3. Das heißt, das Schiff ist beschädigt, kommt hier rüber. Ich ziehe dann aber 3 Planeten und kaufe einen für umsonst. Das heißt, ich ziehe jetzt hier 3. Darf ich die nicht gleich hier hinlegen, das wäre schön, sondern kann mir halt aussuchen, okay, welche hat irgendwie die coolsten Fähigkeiten und kann zum Beispiel sagen, ich nehme den hier, weil der macht mir das Planetenbau noch immer noch billiger. Das heißt, den könnte ich jetzt hier noch dazulegen, würde die anderen irgendwie wieder drunter schieben und das wäre mein ganzer Zug. Ziehe ich wieder Karten nach, vielleicht möchte ich jetzt gerne mal die Planeten, oder ich möchte diese Planetenaktion machen, weil die ist ja auch ziemlich cool, also werfe ich jetzt die hier auch noch ab und ziehe wieder 3 Karten nach, Mitspieler ist dran. Dann bin ich wieder dran, könnte sagen, okay, ich gebe hier mal 5 aus, um dieses Mine the Planet zu nehmen und dann würde ich das jetzt wieder machen. Ich würde hierfür eine Karte ziehen,
Passt nicht, also drehe ich es auf die Seite mit wenigstens ein Symbol, nehme ich mal das mit den Fliegern, obwohl das mit der Technologie habe ich noch nicht. Hier würde ich wieder einen für ziehen, auch kein passendes Symbol, nehme ich mal das Gold-Symbol, das ist ja ein Joker. Und dann für den letzten auch nichts passendes, kriege ich also keinen Punkt. Kann man sagen, hier, ich möchte gerne viele Planeten noch bauen, fertig. Und dann ist schon wieder mein Mitspieler drin. Also gerade im Spiel zu zweit geht das immer hin und her. Die Angriffe können teilweise ein bisschen länger dauern, wenn man halt fünf von diesen hier roten Symbolen abgibt, um so eine Offensive zu starten. Gerade wenn man mehr von denen hat, ne, handelt man das halt für jedes Einzelne ab, muss in die Konsequenzen umgehen. Aber das war es dann auch schon. Also es ist eigentlich von der Grundidee her sehr einfach. Und da muss man auch sagen, dass die Anleitung das echt gut macht. Also die ist halt gut, die erklärt vieles. Auch hier gerade dieses mit diesem Assembly Limit, ne, dass man maximal zwei Karten spielen darf. Das wird so oft wiederholt, das kann man gar nicht vergessen. Und auch alles andere. Das sieht jetzt viel aus auf den ersten Blick, aber es ist nicht wirklich viel. Ich habe das jetzt ja relativ zügig erklärt. Und das Spiel ist schon wirklich nicht so kompliziert. Trotzdem muss man am Anfang ab und zu noch ein paar Sachen nachgucken, gerade weil es ja auch irgendwie insgesamt 8, 9, viele, viele Aktionen sind und dann teilweise auch die Karten noch mal irgendwelche Extraktionen verschaffen. Aber es ist schon dann im Endeffekt durchaus machbar, spielt sich flott runter, ist halt auch so ein Tableau-Building, wo man verschiedene Optionen hat, viel über Strategien zu gehen, viel über Raumschiffe zu gehen, viel über diese Planeten zu gehen, das auch irgendwie zu kombinieren, sich nur auf eine Sache zu konzentrieren, auch vielleicht gerne am Anfang mal irgendwie schnell Geld sammeln, hier vielleicht dann irgendwie mehrere Technologien zu ziehen, dass man wirklich so einen Pool hat an Technologien, dass vielleicht ein dabei ist, wo man sagt, okay, hier kann ich für 8 Planeten-Dings so ein Artefakt ziehen. Das ist total krass. Darauf gehe ich jetzt und versuche das die ganze Zeit zu machen. Dass einem hier vielleicht für das Bauen von Raumschiffen einfach immer Siegpunkte gibt und noch einen extra Punkt, wenn es irgendwie ein Raumschiff-Typ ist, den man noch nicht hat. Also irgendwas, was so die Spielrichtung wirklich krass verändert und vorgibt, wo man einfach den maximalen Nutzen draus haben kann. Das lohnt sich schon am Anfang, gerade halt bei diesen blauen Technologien. Und dann guckt man einfach, wohin der Kurs des Spiels so steuert. Ob man wirklich sagt, okay, ich versuche nur dieses langweilige Planetending, ob man sagt, nee, ich gehe hier auf diese Technologien oder nee, ich versuche primär meinen Mitspieler anzugreifen, was wirklich nerven kann, weil wenn man irgendwann hier auf die ganzen Dinger, also das ist auch der Nachteil im Spiel zu zweit, da kann das mal passieren, dass man halt viele Marker irgendwo drauf liegen hat, die nerven dann schon ein bisschen hart, aber zum Fazit und allem kommen wir gleich im extra Video auf jeden Fall nochmal. Ich hoffe, dass ihr jetzt einen guten Eindruck davon bekommen habt, wie das Spiel funktioniert. Ich habe das mit Karl vor über einem halben Jahr schon 2-3 Mal gespielt. Jetzt haben wir es neulich 2-mal gespielt. Das könnt ihr euch auf meinem Live-Kanal angucken. Das waren ein bisschen komische Partien irgendwie, aber ja, also so wirkt das Spiel jetzt erstmal cool. Ich würde sagen, gucken wir uns mal meine Meinung dazu an. Sehen uns im nächsten Video. Ich hoffe, es war informativ und hilfreich für euch. Ich sage bis bald und tschüss.